nominiert für den WTT Young Leader Award 2022 in Marktforschung sind Team Clientis Bank Oberuzwil, Social Media, digitale Events und virtuelle Beratung. Team Clientis Bank zeigt, was Jüngere interessiert. Die Clientis Bank Oberuzwil wächst überdurchschnittlich, auch dank ihrem Beratungszentrum. Ein Netz aus Fachpartnern und Events sorgen für Interesse mit Themen, die über Bankgeschäfte hinausgehen. Davon sollen auch Jüngere profitieren. Ich war überrascht schon bei der ersten Zwischenbesprechung und ich gesehen habe, wie konzeptionell dass sie dann hingehen. Wir haben mehrere Forschungsmethoden angewendet. Wir haben qualitativ geforscht, wir haben quantitativ geforscht. Wir sind auf die Straße gegangen, Leute befragen. Eine besondere Herausforderung war sicher darin, genügend Leute können zu interviewen. Und die Hälfte haben wir potenzielle Kunden befragt, die wir nicht einfach auf eine Datenbank zugreifen und die Umfragen rausschicken. Und die mussten wir zuerst mal auf der Straße finden. Sie haben die Fragen beantworten und wirklich eine ganz lässige Arbeit abgeliefert. Mit Sina Payer, Projektleiterin, Marco Billwiller, Flavia Germann, Nora Gresser, Maximilian Herrmann, Elia Santo. Team Kantone St. Gallen und Schwyz, digitale Unterstützung in der Raumplanung, wollen das Gemeinden? Absolut, sagt das Team Kantone St. Gallen und Schwyz. Raumplanung heißt weniger Zersiedelung, mehr Verdichtung. Sie sind Pioniere dafür. Die Ämter für Wirtschaft und Arbeit in St. Gallen sowie für Raumentwicklung in Schwyz. Bei der Rücklaufquote haben wir gedacht, Gemeinden machen mehr mit. Im ersten Moment waren wir ein bisschen enttäuscht gewesen, natürlich, weil nur sich ein paar Gemeinden gemeldet haben. Aber dann haben wir Nachfassaktionen gestartet und dann ist es eigentlich relativ schnell eine grosse Zahl gewesen. Was das Projektteam auszeichnet, ich denke, ist die Hartnäckigkeit und den Willen, etwas Gutes zu erreichen. Sie sind sich extrem reingeknüllt. Die Zusammenarbeit war sehr konstruktiv. Sie waren sehr termintreu. Sie haben eine gewaltige Arbeit geleistet und wir haben ein super Resultat jetzt bekommen. Mit Felix Schilling, Projektleiter. Fabian Helbling, Suleiman Limani, Sandra Neff, Andreas Wirth. Team Ost. Ist die Industrie attraktiv für Wirtschaftsstudierende? Haben diese die Fähigkeiten für produzierende Unternehmen? Gemäß Team Ost gibt es Handlungsbedarf. Beispielsweise mehr Praxisbeispiele im Studium. Die Fusion zu Ost macht den Blickwinkel in Ihrem Departement Wirtschaft auf. Eine Marktforschung schafft einen Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis. Die Erkenntnis aus unserer Marktforschung ist, dass sich das Eigenbild und das Fremdbild von den Industrieunternehmen und den BWL-Studierenden differieren. Das heisst, dass die Firmen sich selber positiver wahrnehmen, als dass es Studierende es einschätzen. Also es ist keine Nähe der Studierenden zur Industrie. Es ist wirklich sehr viel Unkenntnis, Ambivalenz. Ein Ergebnis dieser Studie war, dass der Dialog zwischen Studierenden und der produzierenden Industrie intensiviert werden kann. Beispielsweise über spezifische Studieninhalte. Ja, die Maßnahmenempfehlungen, die werden durchaus umgesetzt werden. Mit Nathalie Britschke, Projektleiterin. Andrea Grubic. Cecilia Marxer. Tanja Stieger. Fabian Tinner, Sarah Willeit.